Hallo liebe Eltern, herzlich willkommen zum neuen Video Ihres Schulelternbeirates hier an der Wiesbachschule. Ja, das ist heute kein Informationsvideo, sondern es ist eher ein Dankesvideo. Ich hatte ein Video gemacht, in dem ich darum gebeten hatte, das Zirkusprojekt zu unterstützen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war überwältigt von der Anteilnahme der Gräfenwiesbacher. Und damit meine ich alle Ortsteile, alle, die dort teilgenommen haben, sowohl beim Aufbau, beim Abbau und auch als Zuschauer. Also ich habe dieses Projekt als sehr positiv empfunden und muss auch sagen, die Gräfenwiesbacher haben sich da echt von ihrer besten Seite gezeigt. Ich weiß das, weil das letzte Zirkusprojekt, das hier war, da war es so, dass der Aufbau echt mühsam war. Da waren nicht viele Eltern da. Der Zirkus war auch ein bisschen unglücklich. Das war diesmal ganz anders. Ich hatte den Eindruck, es war ein einziges Happening von Leuten, die nicht glücklich waren, so ein Zirkuszelt aufbauen zu dürfen. Und die Zirkusleute, ich habe mit denen auch gesprochen, die waren schwer begeistert. Also die hatten ja auch ein bisschen Stress, weil die mehrfach betont haben, dass sie am Ende ihrer Aufführung dann gleich am nächsten Tag in einer anderen Stadt auftreten müssen, und damit die Fahrt dann einigermaßen zügig von Stadt geht, müssen sie halt auch pünktlich abgebaut haben. Auch das hat super geklappt. Und wie schon gesagt, das ist mein Dank an Sie für die Hilfsbereitschaft, dass Sie auch dem Aufruf gefolgt sind, um das möglich zu machen. Natürlich auch der Dank an die Kinder, die sich so engagiert angestrengt haben, um eine ganz tolle Vorführung zu zeigen. Ich war fasziniert, was die in so kurzer Zeit alles gelernt haben. Und ich war der Meinung, dass jeder in irgendeiner Form zeigen konnte, was er an Fähigkeiten und was er an Talenten hat. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, und auch, das mag jetzt erstmal komisch klingen, mein Dank eben an die Eltern, die dorthin gegangen sind, um sich die Sachen anzusehen. Ich hatte den Eindruck, dass die Vorstellungen fast alle ausverkauft waren. Und wenn jetzt einer sagt, ja, ist ja klar, wenn mein Kind da auftritt, dann gehe ich da hin. Nein, das ist nicht klar. Ich habe also von Jens Krämer einen Fall gehört, da war ein Junge, der saß neben, Jens Krämer ist unser Sozialpädagoge, der saß da neben ihm ganz traurig und sagt, meine Eltern kommen nicht. Die schauen sich das nicht mehr an. Die interessiert das nicht. Und das ist todtraurig. Also das ist halt das Schlimmste, was man sein Kind antun kann, da nicht hinzugehen. Strengt sich an und die Eltern interessiert das nicht. Also mein Dank für das Interesse, für die Art und Weise, das aufzubauen und für dieses ganze Happening, was wirklich ganz, ganz toll gelaufen ist. Ja, ich hatte ja Bilder verteilt. Ich hoffe, Sie haben die Links alle bekommen. Ich habe jetzt nichts mehr gehört. Von daher gehe ich davon aus, dass die Bilder soweit okay waren. Falls nicht, können Sie mich gerne nochmal anschreiben. Also es hätte eigentlich in den Klassen verteilt werden sollen. Und es gab auch eine Frage nach den Videos. Für die war ich nicht verantwortlich. Das war ein Herr aus Hamburg, der das gemacht hat. Ich habe auch nachgefragt. Ich habe bisher noch nichts gehört. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann die Videos zur Verfügung stehen. Also da habe ich keine neuen Informationen. Aber insgesamt fand ich das eine hervorragende, gelungene Veranstaltung und hoffe, dass wir dann in 3 Jahren ja, den Zirkus vielleicht wieder bei uns begrüßen können. Ein kleiner Haken an der Sache, meine Tochter war so begeistert, dass sie jetzt nicht mehr Astronaut werden möchte, sondern dass sie jetzt im Zirkus auftreten will als Artist. Die hat auch gleich gefragt, ohne mit uns das abzusprechen, wie alt man da sein muss bei den Zirkusleuten, um mitzufahren. Die wären am liebsten gleich mitgegangen. Von daher sehen Sie schon, wie beeindruckend der Zirkus zumindest bei meiner Tochter war. Ja, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und hoffe, dass Ihnen der Zirkus genauso schön in Erinnerung bleibt, wie er mir in Erinnerung bleiben wird. Ja. Ich freue mich bis zum nächsten Video und bleibt bis dahin Ihr Frank Kreiser.